OpenOffice.org, Textverarbeitung, ein Dokument schließen. Um ein Dokument zu schließen, klicken Sie auf Datei, Schließen. Sie können ein Dokument auch durch einen Klick auf das Schließen-Symbol im Dokumentfenster schließen. In vielen Betriebssystemen sieht diese Schaltfläche wie ein X aus. Wenn mehr als ein OpenOffice.org-Fenster geöffnet ist, sehen Sie in jedem Fenster rechts oben ein kleines Kreuz. Wenn Sie hier klicken, wird dieses Fenster geschlossen, die anderen bleiben jedoch geöffnet. Wenn das Dokument seit der letzten Änderung nicht gespeichert worden ist, erscheint ein Hinweisfenster. Wählen Sie hier, ob die Änderungen gespeichert oder verworfen werden sollen. Speichern. Das Dokument wird gespeichert und dann geschlossen. Verwerfen. Das Dokument wird geschlossen und alle Änderungen seit der letzten Speicherung gehen verloren. Abbrechen. Es passiert nichts und Sie gelangen wieder zu Ihrem Dokument zurück. Das Nichtspeichern Ihres Dokuments könnte zu einem Verlust der gerade gemachten Änderung führen oder Ihr ganzes Dokument beschädigen. Writer schließen. Um Writer komplett zu schließen, klicken Sie auf Datei, Beenden oder drücken gleichzeitig die Tasten STRG und Q. Oder schließen das letzte geöffnete Dokument. Wenn alle Dokumente gespeichert worden sind, wird Writer sofort geschlossen. Wenn irgendein Dokument geändert, aber nicht gespeichert worden ist, erscheint ein Warnhinweis. Ciao und viel Glück!